Hallo und herzlich willkommen, liebe E-Sportler, in meinem Kanal Magis Zockerbude bei World of Warships. Wir sind hier heute mit der Königsberg unterwegs. Tier 5 deutscher Kreuzer. Auf der. Ja, das ist ja wieder die gleiche Map wie von gerade mit der Minikase. Naja, okay. Nur dieses Mal ist die Map so aufgeteilt, dass wir hier drei Cap Points haben. A, B und C. Na, nehmen wir die Cap Points an, kriegen wir Punkte. Nehmen wir sie nicht an, kriegen wir natürlich keine Punkte. Und der Gegner bekommt sie Punkte. Und ja, gleiche Prozedere hier. Wir müssen die Schiffe natürlich dann auch versenken. Und dafür gibt es Punkte, wenn wir versenkt werden oder halt andere aus der Flotte, bekommt der Gegner Punkte. Ich habe jetzt hier schon mal bewusst wieder auf, sag mal schnell, auf AP geladen. Müssen wir hier mal die Omaha, die dreht nämlich jetzt auch wieder weg. So, da kommt noch eine Furutake. Dann schießen wir halt auf die Furutake und wir drehen uns weiter mal weg. Weil da hinten stand jetzt auch noch so eine schöne New Mexico. Oh shit. Uhuhuhuhu. Yep. Ja, ja. Ich und Noob. Naja, kannst dir gerne meine Statistik mal angucken. Ja, ja, das sind dann wieder die Krawallgebürsteten. Können erstmal wieder nur beleidigen. Muss es auch geben. Mal schauen, wer zum Schluss dann noch steht und wer was versenkt hat. So, wir versuchen jetzt einfach hier mal die Furutake rauszunehmen. Oh, das waren mal 7 gepflegte Treffer gewesen. Jetzt sehe ich sie. Da ist sie. So. Ich treffe die Zitadelle von ihr nicht. New York schießt auf mich. Komm. Da muss noch mal einer richtig sitzen. So, da war's. Autsch, jetzt habe ich hier auch einen gekriegt. Also, ich werde mich jetzt hier erstmal verdrücken. Kreuzer versenkt. Das ist, glaube ich, die Omaha, die auf mich schießt. Ja, ja. Wir verdrücken uns jetzt erstmal, dann können die Schlachtschiffe jetzt hier erstmal mal eine Runde einstecken. Dafür sind sie ja auch da. Da kann der Kompo-Bot mal ein bisschen zeigen, was er kann. Oh, da kommt ein Zerstörer. Gar nicht gesehen. So, geht es jetzt hier auf den Zerstörer. Schauen wir mal, dass wir den jetzt hier vielleicht mal wegkriegen. Machen wir noch so nah an. Komm schon. So. Schade, nicht mein Kill. So, komme ich nicht dran, komme ich nicht ran. Komme ich auch nicht ran. Wir nehmen jetzt hier gerade C ein. Hab schon über die. Ja, ich habe jetzt schon die Hälfte meiner Hitpoints weg. Jetzt müssen wir das hier mal wieder ein bisschen auseinanderziehen, das Ganze. Jetzt schießen wir erstmal noch mit HE. Getroffen.
Das Schöne an der Königsberg ist ja auch, dass sie sehr, sehr schnell schießen kann. Oh, da kommen dicke Kugeln. Hey, das sind nur die Schlachtschiffe, die auf mich schießen. Und irgendwie sehe ich es jetzt so langsam nicht mehr ein, für die Schlachtschiffe hier den Kugelfänger zu machen, nur weil sie da hinten rumdümpeln. Also lasse ich es sein. Somit lebe ich dann auch etwas länger, nehme die Cap Points ein. Der Kompo-Bob, der mich ja hier als Noob beschimpft hat, der ist ja auch sehr, sehr gut dabei. Immer schön hinten rumstehen. Das sind mir dann halt die Liebsten. Große Fresse, nix dahinter. So, da hinten ist eine Nürnberg. Na, schießen wir mal da drauf. Leitet schon mal AP. Oh, sie kommen, glaube ich, ganz gut. Mal schauen, wie die AP-Ladung kommt. So. Ja, wir schießen uns ein. Jetzt dreht's weg. Ah, schade. Oh, Insel. Ja, das Spiel hat sehr, sehr viele Inseln. Inseln. So, die nehmen mich erstmal. Keine Zitadelle. Sieht gerade noch sehr, sehr gut für uns aus. Oh, wieder ein Hit. Wohl nicht viel, aber ein Hit. Schießt wieder alles auf mich. Aber jetzt fahren wir hier in die Passage rein. Ja, ich weiß. Kollision, Kollision. Ich kollidiere wirklich. Kollidieren in so einer Phase ist immer ein bisschen schlecht. Schlecht, schlecht, schlecht. So, es ist doch noch relativ ausgeglichen. Ich darf schon mal definitiv nicht sinken. Laden wir mal auf. Oh Scheiße, wir bleiben bei AP. Nämlich da kommt nämlich die Nürnberg. Relativ nah. Erstmal, mein Gott. Also ich verdrück mich jetzt hier. Ich habe die Schnauze voll. Sofern ich das noch kann. Mal jetzt schön wegdrehen. Ich weiß nicht, was unsere Schlachtschiffe da hinten tun. Die krümeln da hinten. Ich kann ihm nicht mehr so viel aushalten und ich möchte das Ding hier doch gerne lebend überstehen. Tja, und der Junge, der mich als Noob beschimpft hat, immer noch nichts. Ach, jetzt hätte ich schon wieder so richtig Lust, da mal was hinzuschreiben. Aber. Wir lassen's. Wir haben alle drei Cap Points. Ich werde mich erstmal ein bisschen gepflegt zurückziehen. Lass die anderen das jetzt machen. Eigentlich bräuchten wir gar nicht mehr so viel machen. Also wenn man das taktisch spielen würde, würde man jetzt halt den Gegner kommen lassen und nicht halt
den Kampf jetzt suchen, da halt viele Schiffe nicht mehr so viel HP haben. Aber das Spiel hat halt ein bisschen was mit Intelligenz zu tun, also ein bisschen denken, aber das können halt nur die wenigsten, leider. Wie gesagt, wir schauen uns jetzt hier schön die Insel an, tolle Bäume, auch ein bisschen nah dran. Hier können wir auch sogar noch ein bisschen drauf schießen. Hier, da haben wir gerade ein Eichhörnchen getötet und ein Biber noch mit dazu. Hier sind noch so ein paar Rehe, Kühe und Ziegen. So. Kommt heute alles auf den Grill. Oh, unser Kompo Bob hat mal einen Kill gemacht. Nach langen Versuchen. Was hatten die Gegner noch? Die New Mexico, New York, die Kongo, die Nürnberg und die Furutaka. Tja, anstatt sie wegbleiben, man kann das hier ganz gut sehen, der Gegner ist eigentlich komplett links reingedrückt. Anstatt die Leute sich jetzt weg, dass sie wegfahren, dann ist das Ding sowas von sicher gewonnen, ohne Probleme, weil bis die Schiffe alle gedreht haben und dann auf die Cap Points fahren, ist das Ding durch. Wir haben alle drei Cap Points. Oh, ich bin entdeckt. Eine Furutaka. Ich habe nicht mehr so viel Energie. Das ist jetzt, warum? Was denn jetzt? Das ist jetzt aber hier. Ach so. Scheiße. Jetzt habe ich so viel gequatscht. Jetzt habe ich selber Schwein gehabt. Da habe ich mir die Optik so extrem verunstaltet, dass ich selber nichts mehr gesehen habe. Naja, war jetzt nicht die beste Runde. Immer noch Platz 3 und der Lappen hier, der mit seiner großen Fresse hat eigentlich nichts gerissen. Aber war mir auch klar. Ja, so viel halt zu Königsberg und danke fürs Zuschauen. Bis dahin, ciao.